Digga, was soll ich Ihnen noch was sagen? Bruder, wie man mit Wärmepumpen den Klimawandel bekämpft. Patrick Greichen wurde nicht gewählt. Trotzdem baut er mit seiner Großfamilie Deutschland nach seiner persönlichen Vorstellung um. Und Habeck, das dafür geeignete Sprachrohr, ich meine, Tagesschau Michel Sternchen Innen muss ja irgendwie überzeugt werden von dem Ökosozialismus, oder? Zu Habecks 7 Staatssekretären zählen sein langjähriger Vertrauter von den Grünen Michael Kellner und dessen Schwager Patrick Greichen. Dessen Schwester Verena ist mit Kellner verheiratet. Sie arbeitet, wie auch ihr zweiter Bruder Jakob Greichen, für das Öko-Institut, das im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Studien erstellt. Verena Greichen ist zudem Vizechefin beim Umweltverband BUND. Die 4 treiben maßgeblich jene Energiewende voran, die Patrick Greichen einst entwarf, als Chef der Lobbyorganisation Agora. Ich bewundere echt die Weitsicht von Greichen bei Agora, die schon im April 2020 zur Bewältigung der Corona-Krise eine Wärmepumpeninitiative vorgestellt haben. Ob es da auch Wärmepumpen dies gab? Ich meine, es gibt schon verblüffende Parallelen zum Thema. Ihr wisst schon. Und auch bei der Wortwahl. Der doppelte Booster. Auch hier beim Vorschlag für ein zielgerichtetes 100 Milliarden Wachstums- und Investitionsprogramm von Agora. Als ob die sich abgesprochen haben. Ob da nicht auch Deals mit Handys gemacht wurden, die jetzt nicht mehr aufzufinden sind, wie damals mit von der Leyen und Pfizer? Da war doch was, oder? Aber nein, das läuft schon alles mit rechten Dingen. Das verspreche ich euch. Olaf Scholz Voice beim Thema Cum-Ex. Und ja, den Rest haben sie einfach vergessen, wie immer. Ich bin mir übrigens sicher, bevor diese Habeck-Vetternwirtschaft, also dieser Filz, unter die Lupe genommen wurde, kannten die meisten die Greichens gar nicht, oder? Der Robert Habeck hält aber sehr viel von diesem Patrick Greichen. Er sagt, ohne die konsequente Art von Patrick Greichen wäre Deutschland heute in einer schweren Wirtschaftskrise. Wie schön also, dass wir nicht nur einen Herr Habeck, sondern auch einen Herr Greichen mitsamt seiner ganzen Familie haben. Und deshalb geht es uns in Deutschland ja auch so blendend aktuell, oder? Beste Deutschland aller Zeiten. Übrigens, weil viele den Herr Greichen ja gar nicht kennen, auch zum Thema Impfung hat er sich geäußert. Wir kriegen niemals genügend Menschen geimpft, bevor die Mutanten durchschlagen. Dieser Wettlauf ist längst verloren. Alles andere entspringt Wunschdenken. Wann versteht das eigentlich die Politik? Nun wisst ihr auch, wie der Herr Greichen zum Thema Impfung eingestellt war oder ist. Ich meine, er redet ja gerne von Boostern. Ich hoffe, er ist geboostert. Und ich hoffe auch, dass er regelmäßig das Impfangebot wahrnimmt. Nur weil jetzt niemand mehr drüber redet. Das ist ja wohl Ehrensache, Herr Greichen, oder? Solidarität. Schutz. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für die anderen. Wie beim Thema Wärmepumpe neben. Wir schützen damit das Klima, Leute. Aber so wichtig kann das Thema Greichen, Habeck und Vetternwirtschaft wohl nicht sein, denn die Tagesschau, die berichtet darüber nicht. Gibt ja auch wichtigere Themen, oder? Til Schweiger zum Beispiel, der seit Jahren schon ein Alkoholproblem haben soll, aber erst jetzt, nachdem er den politisch korrekten Korridor verlassen hat, wird aktiv darüber berichtet. Oder Boris Palmer zum Beispiel, damals noch Everybody's Darling, als er sich so aktiv für die Impfpflicht eingesetzt hat und heute gilt er als Rassist. Jetzt hat er sogar die Grünen verlassen. Jetzt will er eine Pause einlegen, um danach eventuell wieder woker zurückzukommen? Um dann wieder Karriere zu machen? Ich meine, nichts ist unmöglich in diesem besten Regenbogen Deutschland aller Zeiten. Der Herr Habeck, der ist ja das beste Beispiel dafür, oder? Übrigens, wer denkt, dass diese Vetternwirtschaft oder dieser Filz ein Einzelfall ist, tja, er irrt sich wahrscheinlich so sehr wie bei den Migrationseinzelfällen. Ich sage nur Christine Strobel, seit 2021 ist sie Programmdirektorin bei der ARD und ihr Vater, der ist Wolfgang Schäuble, ein Politiker der CDU. Aber die neutrale Berichterstattung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird diese Tatsache natürlich in keiner Weise beeinflussen. Läuft! Haut rein, abonniert meinen Kanal und schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das seht.